Ja, hallo liebe Freunde. Ihr habt bestimmt schon gehört, dass uns viele informieren, was man im Notfall tut, wenn mal ein Blackout kommen sollte. Und wir sollten uns nicht auf einen kurzfristigen, sondern auf einen 3- bis 10-tägigen Blackout einstellen. Also der Strom ist weg. Und in den nächsten Tagen werde ich Sie über verschiedene Sachen und Funktionsweisen von Hilfsmitteln informieren, werde Ihnen Tipps geben. Aber wir fangen mal mit was ganz Einfachem an. Was machen Sie denn, wenn Sie Feuer brauchen und kein Feuerzeug haben? Was machen Sie dann und keine Streichhölzer haben? Das sind Hilfsmittel, die wir tagtäglich benutzen. Aber wie könnte ich denn zum Beispiel, wenn ich beides nicht mehr habe, also wie könnte ich dann ein Feuer machen? Ein Tipp, der immer ganz gern genommen wird, ist, fragen Sie Ihre Feuerfreunde nach einem Tampon. Tampon? Ja, weil sich dieser Tampon wahnsinnig leicht mit einem Feuerstahl entzünden lässt. Wenn wir das gleich machen, sollte man auch etwas Reisig besorgen, den man dabei legt, dass das Feuer dann auch zum Brennen kommt. Oder man nimmt ein wenig Tanne, legt es drauf, sehen wir gleich, das macht dann sofort den zündenden Effekt. Das heißt, wir bereiten etwas vor, nehmen den Feuerstahl und schmeißen jetzt die Funken auf den Tampon. Das geht natürlich nicht immer sofort und schnell, aber wir brauchen jetzt eine Wirkung, dass eben das Tampon sich entzündet und dann letztendlich anfängt zu brennen. So, jetzt sehen wir, es brennt. Und jetzt legen wir schön nach und haben jetzt kurz und knackig schon mal ein Feuer entzündet. Ja, so einfach geht das. Man muss halt eben immer wissen, wie es funktioniert. Viele sagen zum Beispiel, ja, wenn der Strom ausfällt und ich nicht kochen kann, was mache ich dann? Da gibt es so Tipps wie, ja, dann mach deinen Grill an. Zu Hause nicht schlecht und wenn man nicht so wohnt, vielleicht ungünstig. Deswegen empfehlen wir zum Beispiel, solche kleinen Gaskocher mit Gaskartuschen zu Hause zu bevorraten, damit man immer mal Wasser warm machen kann zum Kochen. Aber ist Kochen immer die richtige Lösung? Auch darüber werden wir in den nächsten Tagen reden. Ich hoffe, mit diesem entscheidenden Funken Wissen schaffen wir es demnächst, dass Sie hier dranbleiben und weitere wichtige Informationen erwerben möchten. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf Sie und bis dann, wenn es heißt, überleben wir den Blackout.